Oft wird dieser Aktenberg nicht mehr herumgetragen. Vorletzter Verhandlungstag im Mordfall Jutta Fuchs. Doch während der Richter heute nur mit einem kleinen Malheur leben muss, muss die Staatsanwaltschaft eine herbe Niederlage hinnehmen. Sie hatte diesen Mann angeklagt und muss jetzt seinen Freispruch fordern. Dass sich dann im Zuge einer Beweisaufnahme Erkenntnisse ergeben, die letztlich dazu führen, dass man auch als Staatsanwaltschaft Freispruch beantragen muss, das ist nicht ungewöhnlich. Und das kann man auch nicht als negativ jetzt beurteilen. Für die Anklage war verheerend, dass während des Prozesses Zeugen ihre früheren Aussagen komplett änderten. Und dass der Vater des Angeklagten sie sogar ganz zurückzog. Das führt im Ergebnis dazu, dass sie seine Angaben, die er im Ermittlungsverfahren gemacht hat, nicht mehr verwerten können. Und wenn die Angaben dahingehend, dass insbesondere der Verbleib einer Pistole Fragen aufgeworfen hat, sie darauf aber jetzt nicht mehr abstellen dürfen, dann hat das durchaus eine Relevanz. Die erfolglose Suche nach Pistole und Leiche im Tietjensee in Schwanewede. Sie war der Höhepunkt jahrzehntelanger Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Ermittlungen, an deren Ende die Staatsanwaltschaft jetzt selbst den Freispruch des Angeklagten fordern muss. Der Verhandlungstag heute deshalb ein Triumph für die Verteidiger. Wir sind erstmal erleichtert. Wir sind auch davon überzeugt, beide, dass dieses Verfahren die Hauptverhandlung hätte gar nicht durchgeführt werden dürfen, weil es frühzeitig bei genauer Betrachtung dazu geführt hätte, dass viele Indizien frühzeitig weggefallen wären. Doch entschieden ist in diesem komplizierten Mord ohne Leiche noch nichts. Das Gericht prüft den Fall jetzt noch einmal sorgfältig. Das Urteil soll am 20. November gefällt werden.